Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Goldkurs mit Lucy und Tommy im Tanzhaus Emotion unter Haching bei München. Wir haben für euch heute den Disco Fox. Was im Disco Fox bekannt ist, ist ja die Brezel, die Damenbrezel rechts heißt sie in der Fachsprache. Die Dame geht rechts rotierend, schupp in der halben Drehung auf die andere Seite, während der Herr links rotiert mit dem linken Fuß wiege Schritt. Tap hier in diese Brezelposition tanzt. Wichtig bei den Brezelpositionen ist immer, dass die Dame ihren angewinkelten Arm vor dem Herrn steht, sodass unsere Schultern wie in einem Parallelogramm miteinander verbunden sind. So, meine linke Hand geht nach oben, die Fingerspitzen zeigen wie immer in die Rotationsrichtung der Lady. Die rechte Hand dreht die Dame so ein bisschen wie im Polizeigriff. Ruck hier einmal rum und 1, 2, tap und 1, 2, tap und 1, 2. Tap. Führen werde ich die Dame primär unten mit der rechten Hand, weil ich hier die schönsten Hebel habe. Das heißt, wir spüren uns hier hinten. Mein Handrücken, mein rechter, ist an Lucys rechter Taille. Und hier hebel ich sie wieder whoop, zurück. Und 1, 2. Tap. Wichtig im Disco Fox und nicht nur im Disco Fox, sondern auch in Zeiten Corona ist immer gründlich Hände zu waschen. Im Disco Fox ist es auch so. Unsere Fingerspitzen sind miteinander verbunden und wir drehen uns ineinander wie beim Händewaschen. Fingernägel nicht vergessen. Zweimal Happy Birthday singen, dann habt ihr die richtige Zeit fürs Händewaschen. 1, 2, tap und 1, 2. Tap ist die Damenbrezel rechts, das können wir. Das war quasi ein kleiner Review, was passiert ist. Jetzt machen wir das Ganze. 1, 2, tap. 1, 2 und auf dem App von der Tap, also auf der Tap-App, heben wir den rechten Arm und führen die Dame jetzt mit der linken Hand Polizeigriff an die andere Seite. Für den Herrn ein bisschen schwieriger, weil er mit dem linken Fuß geht, aber rechts rum rotieren muss. Das heißt, er muss so ein bisschen rachitisch schon nach innen drehen. 1, 2, tap, um wieder dieser Parallelogramm-Aktion anzukommen. Wieder mit der indirekten Hand wird geführt. Diesmal ist es die linke Männer. Ihr zieht an und lauft links rotieren wieder zurück. 1, 2, tap und 1, 2, tap. Und wenn ihr schaut in Zeitlupe, Slow-Mo, könnt ihr zu Hause im Wohnzimmer machen, dreht die Dame immer leicht vor dem Herrn, Armen. 2 und tap. 1, 2, tap und 1, 2, tap und für die ganz Wilden unter euch, tack, einmal Damenbrezel rechts, einmal Damenbrezel links und jetzt könnt ihr kombinieren, das heißt, ich sage Lucy nicht im Vorfeld, was passiert, sie weiß, ihr rechter Arm ist oben, dann geht es in die Richtung, wenn er ihren linken Arm hebt, geht es in die Richtung, das können wir beliebig oft machen, Bronze, Silber und Gold. Habe ich nie gewollt. Und wenn ich keine Lust mehr habe, hole ich sie ran mit 1, 2, tap, 1, 2, tap. Wichtig von den Fußaktionen ist, Männer, dass die Dame vor euch drehen darf. Bei der ersten Damenbrezel rechts gehe ich vorwärts, drehe, sobald ich Gewicht auf den Fuß bekomme, links herum 1, 2, tap und wieder zurück 2. Tap mache ich es auf der anderen Seite, muss ich ein bisschen früher im Fuß drehen, um leichter rumzukommen, tanze aber trotzdem noch eine Art Wiegeschritt. Tap, die Dame hat mich überholt und wieder zurück. 1, 2, tap, 1, 2, tap und 1, 2, tap, 1, 2, tap. Vor der Zeit von Corona hatte Lucy ja noch 7 Tage die Woche Spaß mit uns, hat sie mehr gelacht. Heute ist die Freude ein bisschen negativer, das seht ihr auch in dem Gesichtsausdruck. Ja, man muss sie ab und zu einen freudig erregten Spaß beim Disco Fox erinnern. 1, 2, tap, 1, 2, tap und 1, 2, tap.